Das Böse findet immer einen Weg. Und mit diesen Worten begrüße ich zurück zu einem neuen Part von Overlord 1. Wir sind hier mal noch dabei, Sachen kaputt zu hauen und ich muss ja aufpassen, dass ich meine eigenen verkloppe. Bum, bum, ich möchte mich auch ein bisschen kloppen. Aber so wie ihr seht, ich bin eigentlich nur da, der eingreift, wenn es sein muss, sonst müssen meine Typen die Arbeit machen. Fette Halblinge, macht sie kalt! Wolken, die von den toten Halblingen aufsteigen. Das ist böse Energie. Sie sammelt sich in allen bösen Geschöpfen. Ihr werdet noch mehr darüber hören, Meister. Ah, okay. Gut. Da hinten sind Kürbisse. Herz. Die Halblinge müssen es zum Züchten von Kürbissen verwendet haben. Sind Narren. Kleine Narren haben keine Ahnung von seiner Macht. Raus, Jungs! Ich will dieses Turmherz haben. Und dann bringen wir es zurück in den Turm. Ja, dort, wo es hingehört. Kürbisse züchten, diese Idioten. Elendes Hobbit-Pack. Alles kaputt machen. Meine Schergen tragen es für euch, Meister. Als Overlord müsst ihr nie irgendetwas Schweres durch die Gegend schleppen. Schön vorsichtig. Wir doch immer. Hier brauchen wir schon 10 Schergen, um ins Dorf zu kommen, zum Beispiel. Die Schergen haben eine Abkürzung gefunden. Gut, dann wollen wir denen doch mal helfen. Jungens, voran! Und mit diesem schönen glitzernden Teil kann meine Herrschaft beginnen. Ich freue mich drauf. Freue mich darauf, Tod und Verderben zu sehen. Grobo, du alter Beule. Kann man Grobo heißen? So, sehr schön. Sehr schön. Cat. Wollen wir natürlich zum Turm. Man kriegt dann, so kann man schnell reißen zwischen den. Es ist zurück, wo es hingehört. Dies ist das Herz des Turms. Ihr braucht es, um euer dunkles Territorium wiederherzustellen. Sehr gut, sehr gut. Ah, schön. Es ermöglicht es euch, den Turm jederzeit aufzusuchen und bietet Zugang zu allen Ressourcen des Turms. Wir brauchen hier mal einen Innenarchitekten. Und seht, es hat euch anscheinend eine kleine Gabe verliehen, Herr. Ah. Ihr könnt jetzt 10 Schergen. Ah, sehr gut. Das war ja das, was wir brauchen, um in die Stadt zu kommen. Und es scheint, einen seiner Zauber behalten zu haben. Den Feuerballzauber. Der robuste kleine Kerl hat es geschafft. Robuste kleine Kerl. Jo. Ich werde euch später lehren, wie ihr ihn einsetzt. Aber es ist unbedingt erforderlich, dass ihr weitere Turmobjekte findet. Machen wir. Ein Kran wäre besonders praktisch. Dann könnten wir hier aufräumen und einige Räume öffnen. Ja, warum nicht? Ich brauche hier jetzt mal einen Innenarchitekten. Der böse Kerl, der ich einmal war. Ich ertrage das satte grüne Gras unter meinen Füßen und das Vogelgezwitscher in meinen Ohren nicht. Ist auch irgendwie der älteste von allen, kann es sein? So wie Papa Schlumpf ist er einfach der. Ich bleibe hier. Durch das Herz kann ich direkt mit euch sprechen, Herr. Sehen, was ihr tut. Ja. Euch das Tor in das Halbling-Territorium zurück. Halblinge. Retter des Turmherzens. Ich hasse Halblinge. Wir gehen zurück ins Hügelland. Das muss aufgeräumt werden. Kann doch nicht sein, dass da so komische, dicke Halblinge. Funktioniert das Ding? Es ist ein bisschen schmutzig. Könnt ihr mich hören, Meister? Ah, da seid ihr ja. Jo. Die Kreaturen hier sind sehr aufgeschlossen. Sie haben das Gebiet ohne Zweifel wieder bevölkert. Sehr gut. Wir verkloppen sie, weil wir brauchen. Und dann auf nach Rauschingen. Alle kaputt machen. Rauschingen, ja, finde ich auch. Alles weg, wir brauchen die Lebensenergie. Je mehr wir haben, umso besser. Ich dachte, ihr sollt sie kaputt hauen und mir die Sachen bringen. Ich hab da einen vergessen. Holen. Danke. Ja, es ist schwer. Begabtes Personal heutzutage zu finden. Ich schau mal mich noch ein bisschen um hier, weil man muss seine bösen Schritte auch planen. Verklopp den mal. Pupp, 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 pupp. Sehr schön, bin stolz auf dich, mein Freund. Oh, hier darf ich nicht durch, das ist Wasser.
Jungs, ihr habt schon Mützen, oder? Oh, jetzt hat er eine Rüstung gekriegt. Hehe, schnapp's dir, mein Freund. Okay, seht ihr auch, jetzt haben die sich nämlich auch ausgerüstet. Die haben Knüppel, da ist ja noch was. Sehr schön. Ah ja, ich wollte auch sagen, du musst dich noch ausrüsten. Ein paar haben noch Knüppel, aber wir hatten ja noch einen Ort, wo wir uns noch besser waffnen können, weil mein Personal muss gut geschult sein. Kloppen ist heutzutage nicht einfach nur noch kloppen, das ist harte körperliche Arbeit. Und ja, deswegen gibt es da hinten ja noch Töpfe mit gewissen Sachen drinne und das brauchen wir, damit unser Personal auch die fachmännische Ausrüstung hat, diese Frau. So, Jungens, ich muss schnell schauen. Klopft da mal. Okay, da ist nichts mehr. Zurückkommen, zurückkommen. Aber wir haben noch Geld gefunden. Sehr schön. So, mitkommen, Jungs. Genau, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen, so wie es sein sollte. Hier kommen wir nicht rein. Jungs, aufschließen. Brauche ich hinter mir. Ich muss wissen, dass ihr bei mir seid, wenn wir zusammen das Böse verteilen. So, dann wollen wir mal hier mit anpacken, Jungs. Kann nicht sein, dass ich das schieben muss. Schieben, schieben, schneller. Jawohl, ich bin stolz auf euch. So. Halblinge im Anmarsch, Achtung. Halt, das sind keine Halblinge. Seht euch den mit dem Helm an. Ja. Das könnten zwei Halblinge in einer Rüstung sein. Ja, garantiert. Ich traue diesen miesen kleinen Typen nicht. Ich gebe die gleich ein. Ja, beweist, dass ihr keine Halblinge seid und befreit unsere Leute aus dem Lager dort unten. Wenn ihr doch welche seid, bleibt wo ihr seid. Ich ziele. Seit Lord Rauschingen weg ist, sind wir die... Nach dem Feld, gierige kleine Halblinge. Den Feuerballzauber auf den Weizen an und röstet sie wie Spanferkel. Ja, machen wir doch mal. Jetzt muss ich mal schauen, wie sich der ansetzt. Oh, brennet, meine kleinen Freunde. Uihi. Sind sie abgefackelt, die kleinen Halslingen. So, haben sie den umgebracht? Das ist mein Aufgabengebiet, umzubringen und zu plündern. Diese kleinen diebischen Halblinge. Na, Schwabbels, was macht ihr denn Schönes? Denkt ihr also, ich hätte Angst vor euch? Braucht sie nicht zu rösten, ich hab meine Freunde, diese verkloppen, verkloppt sie alle! Danke. Aber ich zünde es trotzdem mal einfach an. Einfach auf die Gefahr hin, dass da nicht einer noch reinwalkt von meinen Freunden. Weil das Rösten funktioniert. Wenn beide. Verkloppt sie! Schatz! Durch das, sagen wir mal, willkürliche Töten von Unschuldigen, nimmt eure Verderbtheit zu. So erhaltet ihr mehr böse Energie und wer wird stärker? Unschuldige? Aber für einen langfristigen bösen Plan ist diese Vorgehensweise nicht geeignet. Dafür braucht ihr Menschen, lebende Menschen. Dankbarkeit zahlt sich eben auch aus. Ihr habt uns gerettet. Die Halblinge können uns nichts mehr tun. Rauschingen ist zwar noch frei, aber einige unserer Brüder befinden sich in einem Arbeitslager ein Stück von hier entfernt. Nachdem dieser Halbling Wilfried Wanz von seinen Abenteuern zurückkam, nannten sie ihn einen Helden. Ab da lief alles total verkehrt. Wilfried war mal klein. Sogar für einen Halbling. Aber er entwickelte einen immensen Appetit. Wilfried? Jetzt ist er riesig. Einmal hätte er mich beinahe aufgefressen. Seine Handlanger haben unser Essen gestohlen und uns gezwungen, auf den Feldern noch mehr für Dankbarkeit zu bauen. Eine gute Frage. Ich bin nicht... Längerfristig, glaube ich, brauche ich euch noch. Aber seid euch dessen nicht zu sicher. Jungs! Plündern, alles, was der findet, wird mitgenommen.
Schatz, sehr schön. So. Das muss das Arbeitslager sein, von dem Sie gesprochen haben. Seid vorsichtig dort. Okay, ich habe keine Mana mehr. Sollte da das Glänzende mitnehmen. Okay, ein paar haben wir jedenfalls schon mal erwischt. Dann schauen wir mal. Dies ist eine alte Blutgrube, Herr. Ihr könnt hier Schergen opfern, um eure Gesundheit zurückzugewinnen. Nein. Sagt euch nicht, eure Schergen sterben gern. Das glaube ich, dass sie das gerne tun. Hm, was machen wir zuerst? Ihr nehmt die Großen da. Ich nehme die Steinwerfer. Na, Jungs, was läuft? Verkloppt diese elenden Halblinge. Verkloppt sie alle. Willen des Overlords. So viele Schergen wie möglich mit. Halblinge sind zwar klein, aber sie sind zäh. Ich möchte, dass ihr das auftut. Alle mitnehmen, was wir gebrauchen können. Weißt du, auch wenn du es nur als Hut tragen musst. Ich höre niedere Kreaturenblöcken, Milord. Naja, ja. Komm her, du kleines Buschelschaf. Für den Meister, ich weiß. Sehr schön. So. Ja, ich glaube, einer hat ins Gras gebissen. Das ist nicht so geil. Habt ihr hier? Nein. Eure Schergen können Räder drehen. Meistens geschieht an etwas. Ich möchte gerne, dass ihr das Schwert hier nehmt. Einer von euch. Wollt ihr nicht. Okay. Dann, brauche hier noch einen Schergen wieder zurück. Mitkommen. Der ist schlecht ausgerüstet, der Chef. Mitkommen. Einer von euch kann nur das Schwert hier greifen. Wo ist es denn? Wo lag es denn? Da war doch ein Schwert. Da habe ich das falsch in Erinnerung gehabt. Okay, das ist verschwunden. Dann wird jetzt hier halt gedreht. Los geht's. Arbeitslager auf. Wenn ihr einen ein Arbeitslager hat, dann bin ich das. Sonst keiner. Mitkommen, Jungs. Wie sagte schon ein berühmter Mensch, wie werden die Leute glücklich? Indem man die, die unglücklich sind, beseitigt. Okay, los geht's. Sklavenlager, gehen wir rein. Ich muss mich mal kurz schnell kratzen und schnell was zu trinken. Gehorche. Das ist mein Spruch. Verdammtes Pack. So, okay. Ah, hier ist Schergenportal. Genau, wir sind maximal. So. Dieses Lager gefällt mir nicht. Der Einzige, der so ein Lager haben sollte, bin ich. Wer bist du denn? Ich habe Schwielen. Meine schönen Hände. Soll ich dir mal helfen? Muss weh. Schade, ich kann sie nur treten, aber nicht killen. Oh, schade. Weiterarbeiten, immer weiter. Böde Halblinge. Verdammtes Pack. Schöner Hut hast du. So, ich glaube, ich entsende mal mein Personal wieder zurück in seine Schlafgemächer. Ja, jedenfalls. Hoffe ich, dieser Part hat euch. Nach Hause, Jungs. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Es hat hier gespeichert, das nächste Mal sprengen wir das Lager, oder? Wir killen die Obrigkeit und behalten dieses Lager. Einfach nur, um dann zu sagen, es wurde von uns befreit und wir benutzen es dann selber, um die wegzusperren, die unglücklich sind. Und bis dahin, wir soweit sind, sage ich, Peace, ich bin draußen, auf Wiedersehen.